Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Ihr habt gerade meinen Mikroarm gehört, das tut mir leid. Herzlich willkommen zurück und by the way, Enderaugen brauchen wir gar nicht mehr so viele. Da steht da zwar immer noch, aber wir brauchen nicht mehr so viele Enderaugen. Leute, Minecraft Hardcore, wir haben das letzte Mal ein bisschen was angefangen hier mit Brennen und das muss jetzt nur noch kurz durchbrennen und dann machen wir uns langsam aber sicher wieder auf den Weg Richtung Dorf, um dort vor Ort dann fein wie wir sind, schön Sachen zu farmen, also Sachen zu verkaufen für Emeralds, weil Emeralds, you know. Aber damit das Ganze funktioniert, müssen wir auch ganz kurz einmal die Zerotic farmen, die müsste jetzt theoretisch wieder aus sein, genau. Müssen wir ganz kurz mal restarten und vielleicht vorher nochmal hier die Drops abholen, die wir noch übrig haben. Geht eigentlich 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und ja gut, das ist natürlich, es geht immer besser, aber das ist in Ordnung. Ah, die Welt sieht gar nicht so zerstört aus von unserer Aktion, dementsprechend alles easy. Vielleicht bekommen wir hier den letzten 30er Stack noch voll mit den Sachen hier. Das gäbe es doch als Möglichkeit eventuell, dass wir wirklich genug Stacks Papier haben. Ja, locker, lol. Also das ist ja mal easy voll gemacht. Problemlos würde ich fast sagen. Fein, ja, so muss es sein. So, Menschies, wir haben einiges an Dingen vor, will ich es jetzt nennen. Wir haben ja das letzte Mal, wie gesagt, die Villager sozusagen fertig gemacht, dass wir mit denen arbeiten können. Jetzt wollten wir sie noch ein bisschen hochbullern. Im Hauptfall ist es so, wir bekommen momentan fast jedes Mal 3 Enderpearls von einem Enderman, wenn wir ihn killen. Bedeutet, wir müssten eigentlich nur ein paar Nächte nochmal farmen und dann hätten wir das ganze Problem gelöst. Dasselbe mit Blazes oder sowas oder Ghasts. Theoretisch müssten wir uns nur im Nether ganz kurz einen kleinen Schießstand bauen, blöd gesagt, oder einen Jägerstand und damit Ghasts und sowas angreifen. Das tun wir aber nicht. Wir werden den Weg wirklich gehen, dass wir versuchen, drüben in dem Dorf die Trades zu machen. Das mit dem Ghast kommt noch später, das ist keine Frage, dass wir das trotzdem tun müssen oder tun werden im Laufe der Zeit. Aber das mit dem Ghast ist nebensächlich, denn wenn wir es schaffen, was ich da geplant habe, dann haben wir endlich eine Verwendung für dieses ganze Gold, was wir noch haben. Und eventuell auch eine Verwendung, nochmal farmen zu gehen und mehr Gold zu besorgen. Denn Heiltränke und sowas plus Golden Apples, dann reichen mir theoretisch auch 2 Guest-Tiers, dass wir einfach nur einen Regeneration-Effekt für einige Minuten haben und nicht für zu lange Zeit. Ja, das ist theoretisch das, was wir dann erreichen müssten. Wir können ja gerade mal alles, was wir an Glas haben, mitnehmen. Das ist noch fein. Ich habe das Fenster gerade offen, bedeutet, man hört wahrscheinlich das Flugzeug, aber das ist, glaube ich, kraftbar. Die Musik ist ja auch noch drüber. Ne? Mittlerweile ist die Soundqualität immer ein bisschen anders. Bei uns, ups. Well, we have a problem here. Für was bekommen wir denn am meisten? Das ist jetzt eine interessante Frage. Papier war fürs Handeln mit dem Kleriker, wenn ich mich nicht ganz täusche. Wir müssen auf 2-mal theoretisch herkommen. Aber das ist in Ordnung, das bekommen wir auch hin. Wir können das hier noch mitnehmen. Bedeutet, wir schmeißen das hier unten rein. Da, hier haben wir gerade so eine Ausweichtruhe gebaut gehabt sozusagen. So. Das Ganze in Kombination mit, was haben wir hier drin? Unserem restlichen Rotten Flash eigentlich. Aber das ist auch wieder so eine Sache, die wir gerade nicht mehr haben. Äußerst praktisch. Was brauchen wir denn gerade theoretisch nicht dabei? Für die Reise brauchen wir nicht dabei. Das Glas brauchen wir, brauchen Futter. Wir brauchen das Rotten Flash fürs Handeln. Was können wir denn theoretisch in unsere Ender Chest packen? Da ist ja noch Platz, oder? Wir können unsere Uhren theoretisch ins Brett packen. Wir können das reinpacken. Pfeile mal nicht. Emeralds können wir noch reintun. Fackeln können wir mal noch reintun. Das sollte uns einiges ermöglichen. Aber nicht genug. Wir könnten mal auf jeden Fall das hier noch reinpacken. 3 von denen. Dann können wir mal ganz kurz hier eine Feder rausnehmen. Können wir hier nämlich noch was reinpacken. Yep, das sollte passen. Und dann können wir gucken, ob wir hier vielleicht noch den Rest rausbekommen. Für den ganzen Rest wird es nicht reichen, oder? Doch, reicht. Wunderbar. Wir können jetzt nur die Ender Chest nicht mehr mitnehmen auf einmal. Bedeutet, es waren immer 32er Stacks. Bedeutet, der Rotten Flash Stack ist sowieso unnütz für uns. Dann packen wir den da rein. Sick Touch Pickaxe und wir geben ihm. Easy. Das bedeutet, jetzt müssen wir lediglich wieder zurück zum Dorfi.
Und dann passt die ganze Geschichte. Wir haben momentan kein Boot dabei, aber das ist nicht das Problem. Wir können links langlaufen. Dann brauchen wir kein Boot. Das Boot haben wir nur gebraucht, weil wir eben diesen Wasserteil vorne schnell überbrücken wollten. Müssen wir halt hier jetzt eine Minute länger laufen. Ist da ein frei gespawntes pinkes Schaf? Die sind sehr selten. Das ist krass. Das ist ein frei gespawntes pinkes Schaf hier oben. Das ist krass. Und das sind übrigens keine. Das sind Schweine. Aber ein frei spawnendes pinkes Schaf ist impressive. Die waren einigermaßen selten, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber okay. So, vor Ort müssten wir noch ein Crafting-Table haben. Im Notfall noch Holz kommen wir ja immer ran. Das ist ja nicht das Problem. Wir sind hier neben einem riesigen Wald. Von dem her ein Holz kommen wir theoretisch immer. Nur an den anderen Kram halt nicht immer. Dementsprechend gucken wir uns mal, dass wir den anderen Kram mitnehmen. Die Fensterscheiben waren für den Blacksmith oder waren die für den Kartografen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssen jetzt gleich mal die Trades nochmal durchgucken. Wird für euch ein bisschen ärgerlich, weil ihr habt das ja jetzt gestern erst theoretisch gemacht. Ich habe halt vor ein paar Tagen aufgenommen. Die erste Session. Bedeutet, ich weiß nicht mehr 100%ig, welche Trades da waren. Das war, glaube ich, das Wort. Ja, das wissen wir nicht. Aber ich bin trotzdem fein. Ja, das war unfein. Das war fast schon bedauerlich. Okay. Also, wir haben hier vorne den Blacksmith, der gibt uns für Kohle ein bisschen was. Genau. Du warst ein Typ, der Schweißer. Hast du uns? Nee, auch der Armorsmith gewesen. Okay. Du hier vorne, bischer Kartograf. Genau, du gibst uns für Glasspanes, nämlich Emeralds. Sehr schön. Dann, wir hatten hier noch einen zweiten Kartografen, glaube ich. Ja. Also, der Kartograf hier, von dem können wir auf jeden Fall schon mal ein paar Emeralds abfarmen. Von ihm. Wir hatten, glaube ich, noch hier normaler Handel, ja. Da können wir später die Äpfel holen. Das ist eine relativ wichtige Geschichte. Das sparen wir uns ein bisschen das Farmen. Du gibst uns für Rotten Flash Zeug. Genau, da ist das. Und hier haben wir auch schon den Emerald Trade, Leute. Wir haben den Enderpearl Trade, den habe ich gar nicht mehr im Schirm gehabt. Zwei davon. Bloß nicht verklicken gerade. Das noch rüber. Hier so. So. Das ist schon mal sehr, sehr praktisch. Das hat schon mal funktioniert. Das wird uns aber nicht helfen, das Ganze hochzuleveln. Wir brauchen theoretisch jetzt mehr Emeralds, damit wir hier die Enderpearl-Trades machen können. Wir können schon mal einen Enderpearl-Trade machen. So. Wundervoll. Dann müssen wir die Karten-Trades machen. Dazu brauchen wir mal ganz kurz ein Crafting-Table. Ich hatte irgendwo in irgendeinem Haus ein Crafting-Table aufgestellt. Oder war das hier vor irgendeinem Haus? Bin mir nicht 100%ig sicher. Wo hatte ich den Crafting Table hingestellt? Hier war er auch nicht drin, okay. Crafting Table. Crafting Table. Auch hier nicht. Nee und nee. Das Vorlaufen jetzt gerade war natürlich ungeschickt. So. Yes. Rein in der Theorie. Stellen wir uns den jetzt einfach dort auf den Marktplatz und haben kein Problem mehr. So. Da vorne ist noch ein weiterer Farmer unterwegs und ein weiterer Kartograf. Auch nicht schlecht. Hier ist der Kartograf, den wir momentan ja noch mobben, nenne ich es jetzt mal. So. Upsala. Und so. Dann haben wir drei Stacks Papier. So. Dann haben wir da ein bisschen was von. Dann können wir hier nochmal eine Ladung gehen. Komm schon bitte her. Komm schon bitte her. Komm schon. Ach, komm schon, ich komm ran. So. Den Trade hier, den Trade hier, den Trade hier, den Trade hier. Sehr schön. Was ist das eigentlich für ein Trade? Oh, der gibt uns weit mehr. Bedeutet, von dem bekommen wir gerade mehr. EP für vielleicht noch mehr Sachen. Bedeutet, wir sollten mal ganz kurz gucken. Ich glaube, das hier war... Ah ja, das Crafting-Rezept ist ein bisschen komisch zu sehen, aber es müsste gehen. Yes. Das müsste bald gesperrt sein eigentlich, das Crafting-Rezept, das wir hier haben.
Aber damit kommen wir klar. Oh, Woodland Explorer, Ocean Explorer Map. Nee, nee, das brauchen wir nicht. Aber sehr nett, dass du uns das anbietest. Die IP, die wir da drin haben, haben wir die eigentlich auch aufgesammelt? Ich bin mir gar nicht sicher. Hallo, Sir, was wolltest du nochmal? Achso, du warst Käsebrot. Du warst Käsebrot, du warst nicht so geil. Oh, Banner. Gut, die brauchen wir jetzt natürlich nicht. Aber das Gute ist, wir können trotzdem weiterhin mit Papier und mit Glas hier ein bisschen was erhandeln. Schon mal eine coole Geschichte. Du warst ziemlich unnütz, da vorne ist eine Katze. Du warst noch ein Kartograf, ne? Ja. Gib mir mal bitte genau dasselbe wie der andere auch. So, was kriegst du als nächste Trades? Kriegst du auch dasselbe? Hier haben wir auch Ocean Explorer Map. Jetzt das nächste, Woodland Explorer Map. Okay, du bist genau derselbe NPC theoretisch. Das ist in Ordnung. Bedeutet, wir haben zwei von euch, um damit zu handeln. Das kriegen wir hin. Nacht ist jetzt schlecht. Bedeutet, wir brauchen ein Bettchen. Hallo. Oh. The bed is occupied. Das ist natürlich praktisch. Und mit praktisch meine ich eher unpraktisch. Da ist kein Bett drin. Da vorne müsste theoretisch ein leeres Bett sein. Natürlich ist da der Fischer, wo nichts drin ist momentan. Hier ist ein leeres Bett drin. Yes. Ein gelbes leeres Bett. Sehr fein. Klick, klack, klickidi-klack. Ich sage klick, klick, klickidi-klack. Oder lang. So. Sehr fein. Da kommt er auch schon direkt vom Baum gesprungen. Wäre ich auch. Ich wollte auch nicht den ganzen Tag auf dem Baum chillen. Hi, Sir. Was geht? Ey, was geht ab? Ey! Kollege. Der Trade ist gesperrt. Immer noch, Katze. Wie wär's, wenn du mal... Dankeschön. Wir können Redstone und Eisen theoretisch auch zu Kompassen machen und damit handeln. Du bist der andere Kartograf, ne? Und du bist nochmal ein anderer. Moment. Lass mich mal ganz kurz von dir ein bisschen was freihandeln. Wo bist du? Hier. So. Komm, krieg da unten deinen anderen Gedönsbolken. Genau, da ist er. Hier auch hier Glass Paints. Also wir haben drei von denen, die wir so betreiben können. Betreiben in Anführungszeichen natürlich. So und so. Sehr schön. Also, Kollege, wo bist du? Junge. Du bist ein anderer, ne? Ja, du warst schon fertig gehandelt. Bedeutet, der andere ist gerade weggelaufen. Da oben ist er. Wir brauchen mehr Emeralds, gib mir die. Bitte. Dankeschön. Wir warten ganz kurz, was für einen Trade du jetzt noch freischaltest. Davor war es ja hier immer Water Temple und hier Explorer Map. Wow, du bist eine Enttäuschung. Eine ziemlich große Enttäuschung. Aber nichts Persönliches. Das ist aber nichts Persönliches, Kollege. So, wir haben noch 14 mehr. Jetzt können wir mal ganz kurz zu dem Kleriker und da die Ender Pearls farmen mit... Wenn wir ganz viel Glück haben, hat er vielleicht auch Guest hier im Angebot. Kann ja sein. So. Du bist jetzt Emerald-Tier. Du müsstest theoretisch jetzt auf Meister-Tier, genau. Okay. Netherwarzen für ein Emerald und theoretisch Erfahrungsflaschen für Emeralds. Das wiederum ist natürlich jetzt eine sehr interessante Geschichte, was Verzaubern angeht. Wenn man von ihm jetzt eine Menge Enchantments-Battles hinbekommt, dann kann man theoretisch mit Hilfe von ihm und seinem Kollegen hier natürlich auch noch, den darf man nicht unbedingt vergessen, da können wir gerade mal einfach nur vor den Lulz das Redstone hochleveln, um zu gucken, zu was seine Trades da noch werden. Was wurdest du? Okay, Lapis Baluhi, ja gut. Gold zu Ding. Hier Lapis Baluhi, was gibt da mehr? Lapis Baluhi gibt theoretisch mehr. Können wir auch ganz kurz mal voll machen. Warum hast du jetzt den Trade gesperrt? Waren das schon 12? Das ist ja schrecklich, was das 12 waren. Das ist ja schrecklich, dass das schon 12 waren. Ich... Nein! Wollte das vollkriegen. Oh. Okay. Alles easy. Alles gut. Du darfst nochmal. Komm. 3, 2, 1, 0. Ey, Rabbit Food. Mal wieder. 1, 2, 3. Gut, also wir können theoretisch an ihm wieder komplett hochfarmen. Ich mach mal einfach zur Sicherheit so.
Damit er gerade nicht Gassi geht, weil das wäre schlecht für uns. Hey du, hast du mal einen Euro? Komm mal ran. Komm, gib mir mal ganz kurz deine ganzen Emeralds, bitte. Hatte ich das jetzt gerade erst auf Expert gelevelt? Bin ich mir gerade unsicher, ob der jetzt frisch Expert ist. Oh, hier. Banner Pattern Globe. Okay. Interessant. Kenne ich nicht. Ja, selber. Würde ich mal sagen. Aber Leute, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir haben ein wenig mit Villagern gespielt, diese Folge. Wir farmen jetzt noch ein paar Emeralds zusammen und bekommen hier eine Menge tolle Sachen raus. Okay, guckst du mich mal an fürs Bild, bitte? Oh, warte mal, du bist ein Kartograf. Komm, du drehst dich auch jetzt um zu mir. So ist es fein. So, Leute, ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben eine Menge Enderpearls, wir haben alles, was wir brauchen. Vielleicht bekommen wir von dem einen noch ein bisschen was an Tränken oder vielleicht EP noch zusätzlich hin. Denn EP würde ich mich schon mal nicht so schlecht sehen lassen, blöd gesagt. EP wäre vielleicht ganz interessant für ein paar Bücher, um Protection 5, Fire Protection und so weiter zu bekommen. Vielleicht kriegt man eine perfekte Rüstung hin. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut und bis dahin erstmal ciao.